Alles klar. Yo, moin. Moin zum neuen Projekt namens Fram. Moinchen. Mit den wunderschönen lieben Leutzles hier. Alle sind in der Videobeschreibung natürlich verlinkt. Yeah. Bei allen hoffe ich mal. Und ja, ein schönes Citybuild-Projekt. Wir werden einfach alle irgendeine Scheiße bauen. Jeder hat sein Grundstück. Und ich würde sagen, jeder verpisst sich auf seinen Channel. Yo! Ja! Man sieht sich! Man sieht sich, ciao! Tschüss! Oh, okay. Welcome! Channel gehe ich denn jetzt? Your User left your channel. Hallo! Hi! Ich hab dich gemoved. Ja, super, dankeschön. So. Hast du deinen Zuschauern schon erklärt, was das für ein Projekt ist? Nö. Also es ist ein Technik-Mod-Projekt. Da sind auch ganz viele, ja, hier Dekorationszeug und so drin. Also es ist eigentlich nur ganz viel mit Bauen und viel Gemeinschaft und sowas. Und natürlich auch ein bisschen Trollen dabei. Und letzten Endes ohne PvP im Großen ohne und PvP, Ganzen. Genau. Und wir haben jetzt hier alle so ein Grundstück, da kann man hingehen und etwas bauen. Jawohl. Jawohl. In 50x50, ne? War das 50x50, genau. Genau. Schon deinen Zuschauern dein Grundstück gezeigt? Nee, noch gar nicht. Also ich habe ja noch wirklich nicht, jetzt hier bei null angefangen. Nein! Ich mag ich halt immer diesen Überraschungseffekt. Ja, mein Grundstück ist auch hier. Genau, hier Angst Traumwelt, ja. Und ja, ich freue mich irgendwie total auf das Projekt, ne? Freust du dich auch? Oh, total. Also, ich konnte es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr erwarten. Ich auch nicht. Ja, also bei mir kommt jetzt auch wieder regelmäßig Videos, weil natürlich das neue Projekt und so alles. Wo ist denn dein Grundstück? Ich lauf mal zu dir. Ja. Hinterm Fluss quasi. Hinterm Fluss, gell? Du hast auch ganz viele Bäume, ne? Ja, die kommen wahrscheinlich sowieso erstmal weg. Ja. Dann baue ich mir auch. Dann tue ich mir auch ein paar von dir abbauen. Ja, klar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob dieses, jetzt komme ich auf den Namen nicht, wo man die Bäume abholzt, dass sie dann halt mit einmal... Timbermod? Ja, genau, den Timbermod. Ich wusste, es war irgendwas mit T, aber... Ich glaube, das ist nicht drin, nee. Ach, wie schade. Wie schade, gell? Das wäre total einfach gewesen dann. Es wäre zu einfach wahrscheinlich dann. Ich laufe zu dir und holst deine Bäume ab, weil ich selber auf meinem Grundstück keine habe. Oh. Hast du irgendwie schon welche Baupläne? Was möchtest du denn bauen? Also ich möchte bei mir in ein stinknormales Wohnhaus bauen. Ein stinknormales Wohnhaus? Ja, also nichts großartig Spektakuläres. Was baust du? Ich wollte mir ein Schiff bauen. Ein Schiff? Ein Schiff, ja. Deswegen, also kennst du die 1000 Sunny aus One Piece? Nee. Nee, nicht, gell? Nee, das sagt mir nichts. Also One Piece sagt mir was, aber die 1000 Sunny halt nicht. Ja, das ist auf jeden Fall das Schiff von der Crew und die wollte ich mir bauen. Aha. Ich finde dein Grundstück gerade nicht, aber gut. Ich gehe einfach mal in die Farmwelt. Oh, hier ist schon ein Endermann. Ha! Oh, ich habe schon so lange kein Minecraft mehr gespielt. Ja? Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. Aber du weißt noch, wie alles. Ja, ich versuche mir gerade die Rezepte so aus dem Kopf rauszusaugen. So. Mein Gedanke war gerade, oh Gott, wie ging eine Axt? Aber ich habe es geschafft. Das ist so verdammt lange her. Ja? Hm. Ach, bei mir ist es gar nicht so lange her. Erst gestern. Oh, dann ja. Ja, ich spiele eigentlich ziemlich regelmäßig Minecraft. Ach, stimmt, für meine Zuschauer noch. Darfst dich auch mal kurz vorstellen. Nee, das traue ich mich jetzt nicht. Das ist eine schlechte Idee. Ja, also. Was soll ich zu mir sagen? Ich bin die Püppi. Spiel schon seit keine Ahnung wie lange. Auf YouTube irgendwelche Let's Plays. Ich weiß gar nicht, und, wie viele Jahre das jetzt schon her ist. Ja. Zwei. Und bist die einzige Frau im Projekt im Prinzip. Nee, mir wurde gesagt, da ist noch jemand weibliches. Ja, aber die startet ein bisschen später. Ah. Weil die noch keine Zeit hatte, aber ja. Oh, ich bin hier schön fleißig am Farm, ne?
Also hier sind sogar Rubberbäume, das finde ich ja voll nice. Ja, man kann sich ja auch aus Holz Rüstung bauen. Ach was, echt? Ja. Das ist mir neu. Das ist ja, aber das ist eigentlich, also bringt nicht viel. Weißt du jetzt, wie du deine Axt baust? Ja, die habe ich schon und tatkräftig schwinge ich die hier auch schon. Okay, sehr gut. Habe auch schon die ersten Setzlinge von den Bäumen bekommen, damit ich auch genug Nachschub dann habe. Oh, stimmt, Setzlinge, darum muss ich mich auch kümmern, weil ich ja kein eigenes. Ja. Weil ich ja keine eigenen Bäume auf meinem Grundstück habe. Ja, das stimmt. Also auf meinem Grundstück an sich sind auch nicht viele Bäume, aber es sind welche rundherum. Und ich werde mir jetzt einfach die Bäume, die rundherum sind, auch mit Mopsen und dann einfach mit Setzlingen wieder auffüllen gehen. Für meine Zuschauer, ich bin leider ein bisschen krank, das hört man auch. Aber ja, für euch musste das sein und für mich selber auch, weil ich habe mich echt sehr auf das Projekt gefreut. Und ja. Ja, das war's. Gute Besserung erstmal, ne? Na, danke. Und für Püppis Zuschauer, ich bin Bayang und ich mache jetzt auch schon seit ein paar Monaten YouTube. Und ja. Was hat dich dazu bewegt? Dazu bewegt, oh, Ja. ich liebe es zu zocken und ich liebe es, Menschen zu unterhalten. Das ist eine gute Argumentation, ja. Ja. Ich glaube, von allen YouTubern hier in dem Projekt bist du, glaube ich, tatsächlich die älteste von allen. Also mit der YouTuber-Zeit. Ach so. Okay, ich habe das jetzt kurzzeitig etwas anders aufgefasst, deswegen habe ich schon so, pst, nicht sagen. Nein. Frauengeheimnis und sowas. Ja. Das Oh ist, Mann. das weiß ich gar nicht, das kann durchaus möglich sein, aber das ist mir ist das im Prinzip völlig egal, ob ich mit jemandem spiele, der jetzt erst seit ein paar Monaten da ist oder halt schon längere Zeit. Ich sehe das eher weniger als so konkurrenzähnlich, sondern wir sind ja alles quasi eine Gemeinschaft, alles Leute, die einfach nur Spaß am Let's Playen und am Spielen haben. Und da will ich gar nicht erst irgendwelches Konkurrenzdenken Ja, das finde ich auch. verbreiten. Finde ich auch. Also viel spielen und einfach zocken. Das ist so das Wichtigste an dem Projekt. Und einfach Spaß dran haben, etwas zu bauen. Genau. Und ja. Moxen, hi! Ich mops mir mal seine Setzlinge. Ich hoffe, der sieht es nicht. Wo waren denn meine? Oh, ich habe noch gar nicht so viele, wie ich dachte. Bin hier schon fleißig am Bauen, ja? Also am Oh. Ach Abholzen. so, ja, das bin ich auch. Ich habe auch schon die ersten Setzlinge wieder gesetzt. Und nochmal ganz kurz, für alle, es sind verdammt viele Mods drin. Also ich sehe es hier, ich glaube 55 waren es, aber auch Verrückt. sehr viele mit, ja, halt so Dekoration und sowas. Also, aber es ist halt hauptsächlich sehr viel Technik drin. Also Dekoration ist ja ganz wichtig für mich. Für mich auch. Ja. Ich will ja ein ganz großes Schiff bauen. Ich bin da mal leider sehr, sehr kreativlos. Kreativlos. Aber da Ja. kann dir, glaube ich, Säge helfen. Der kann das super. Also der ist Baumeister. Aha. Sind auch überall so Essen und sowas. Das finde ich schön. Oh, hier hat jemand ein Holz abgebaut. Aber kein Setzling mitgenommen. Ich habe hier vor mir habe ich auch eine Birke mit einem Bienenstock. Den lasse ich gleich mal so, wie er ist. Ich hatte mich schon mal versucht gehabt am Imkern in Minecraft, aber ich habe es irgendwie, ich war zu doof. Ich habe es Ja, nicht Imkern kapiert. in Minecraft, das ist also. Wir haben hier den Mod auch drin und da muss ich auch sagen, muss ich mich auch erstmal reinfinden. Ich glaube sowieso nicht, dass man alle Mods komplett benutzen kann. Ah, hör doch auf! Ah, ich will hier raus. Ja, also alle Mods zeigen, glaube ich, auch nicht. Also, wir haben so viele Mods drin, alle kennt man, kann man überhaupt nicht Nee. kennen. Und
Ich glaube auch, man muss die auch ein bisschen kennenlernen. Also ich kenne die ja auch nicht alle. Ich muss sie ja auch kennenlernen, obwohl ich ja. Ja. Muss ja auch alle kennenlernen. Das war meine Begründung. Ich überlege gerade, wie der Mod heißt, mit dem ich sonst schon mal gespielt habe. Da habe ich auch, was war denn da gewesen? Auch so Rubber und Pipelines und Und sowas, gell? ja, Ja. aber das ist so verdammt lange her, ich weiß das alles schon gar nicht mehr. Oh je, ich habe noch gar nicht, also ich kenne mich mit Mods, vor allem mit Technik-Mods, überhaupt nicht aus. Also, ich muss sagen, hier super Gameplay könnt ihr bei mir nicht erwarten, aber auf jeden Fall eine sehr lange Bauzeit werde ich haben. Und ich glaube, viele wollen einfach nur bauen, gucken und sowas. Ja. Habe ja auch nur Bock aufs Bauen, also. Ich will mich ja auch ein bisschen reinspielen, aber auch sehr, sehr viel bauen. Habe auch vor, irgendwann meine Kathedrale für uns alle zu bauen. Ich habe auch schon eine. Man könnte ja theoretisch auch sich zusammenrotten und sagen, okay, wir alle bauen Ja, das ein. können wir auch machen. Wie ist denn das, wenn ich mich schlafen lege? Vergeht dann für mich der Tag? Oh, es müssen sich alle schlafen legen, ne? Müssen sich alle schlafen legen, aber ich habe das Problem, ich habe noch gar kein Bett. Ich auch nicht. Ich habe nur hier. Ich habe auch kein Licht oder sowas. Ich habe schon ein bisschen Kohle. Daraus mache ich mir gleich ein paar Fackeln. Nee, so weit bin ich noch nicht. Oh, ich freue mich schon, wenn die ersten Trolls kommen, ja. Wie kommt's? Ich hab schon ein Attentat auf. Na, ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Ich habe schon ein Attentat auf Lazo geplant. Oh. Ich weiß schon, was ich mache. Dafür brauche ich ganz, ganz viele Wolle. Also keine Sorge, da geht nichts kaputt. Nee, bei Wolle kann ja auch nichts kaputt gehen. Streamst du auch das Projekt? Also ich hatte jetzt vor, nächsten Samstag mal ein bisschen zu streamen. Nee, stream Oder gar nicht. du streamst nicht, gell? Nee. Okay. Mal davon Ja. abgesehen, dass ich von Stream keine Ahnung habe. Also ich habe weder ein Programm noch irgendwas. OBS hast du doch, oder? Ich nehme mit DxStory auf. Ah, okay. Ach, damit kann man nicht streamen? Weiß ich nicht. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Okay. Aber es geht wahrscheinlich, oder? Bestimmt. Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich Ich auch damit nicht so nicht. aus. Entschuldigung. Kein Problem. Was für ein Textile-Pack hast denn du drin? Ich, live? 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 Das heißt? Ich glaube, das heißt einfach nur live. Live. Okay, ja, ich hab irgendein drin, das ich mal halb modifiziert habe. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie das heißt. So. Ich hab gleich Wolle. Ja, ich auch bald, hoffe ich. Kann mir jetzt ein Bett bauen. Oh, ich hab ein Bett. Ja. Wie ist es bei dir, Upload-Plan? Wann bringst du mal Oh, das ist Folgen eine gute raus? Frage. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Aber ja, weiß ich nicht, wie handhabst du das so? Auch ich denke mal, ich versuche jetzt mal. Ja, das habe ich mir fest vorgenommen. Wirklich, jeden Tag mal eine Folge rauszubringen. Aber ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen. Also, Okay. aber ich werde es versuchen. Und ich werde mindestens einmal in der Woche streamen. Mindestens. Also eine Stunde am. Also ich bin beim Stream. Ich finde es ganz gut, wenn man einfach nur so sinnlos quasi, oder was heißt indirekt sinnlos, vor sich hin farmt. Ja. Also wenn man halt sagt, ja, ich brauche jetzt keine Ahnung, so und so viel Zeug, Sand oder ich trage jetzt mal eben ein Berg ab, dann finde ich Stream ganz gut, dass man halt dieses
langwieriger damit. Ja, also ich werde meine Streams auch dafür benutzen, zum Bauen oder sowas und halt einfach mit meiner Community reden. Ich bin ja auch nicht wirklich der PvP-Mensch, also ich kann das auch gar nicht so gut und... Alter, jetzt hört doch mal auf, mich abzuschießen. Ich bin hier in einem Fluss und gleich tot, weil hier ein Skelett permanent auf mich schießt. Aber wir haben ja auch so das Grabstein-Dings drin. Puh, ja, ich bin ja in der Farmwelt. Ach so, bist du in der Farmwelt? Ja. Ich bin auch in der Farmwelt. Ich gehe aber gleich zurück. Und dann tue ich mal gucken. Ich brauche irgendwas zu essen. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Ich esse jetzt einfach mal irgendwas. Hauptsache mein Live geht hoch. Oh, ich habe nichts mehr zu essen. Verdammte Axt. Oh mein Gott, die Tiere hier. Ich habe noch gar keine Erze oder sowas. Ja, ich bin gerade in der Farmwelt, um mir Kohle zu holen. Okay. Aber ich hatte jetzt gerade eben gar keine Chance, weil ich so böse angegriffen worden bin. Oh mein Gott, ja, lass mich die Erze abbauen. Nein! Ich sterbe, ja. Yep. Oh nein. Okay, gut. Die rennen mir nicht hinterher, zum Glück. Weiß gar nicht, was das ist. Aber ne? Die Farmwelt ist echt nicht so weit weg, ne? Das ist der Wahnsinn. Nee, wir sind einfach nur ein bisschen weiter rausgeflogen. Ja. Und haben geguckt, wo man einfach anfangen könnte zu bauen. Also, am besten, wenn man weiter farmt, nicht in Richtung Mitte geht. Das wäre sehr sinnvoll. Dafür war es geplant, also ja. Okay, ich wäre dann auch schon bereit, wieder zurückzugehen. Ich will mal gucken. Ich müsste mir noch einen Teleporter an mein Haus bauen. Müsste ich nicht die ganze Zeit in die Mitte gehen? Dann... Oh, Spooky wurde schon... GG, Spooky. Ja, man muss aufpassen am Anfang, wenn man kein Haus hat, ne? Und vor allem, wenn es einem auch noch am Essen fehlt. Oh ja, aber Essen haben wir ja am Anfang noch gekriegt. Ja, meins ist aufgebraucht. Ich habe kein Essen mehr. Ja. Ich hab noch Essen, also könnt ihr nachher noch welches geben, wenn ich dich finde. Aber du bist ja gerade in der Farmwelt. Ja. Ansonsten sind hier auch überall Schweine und sowas. Die kann man töten. Das Einzige, wo ich schon mal froh bin, ist, dass... Oh Gott, ich muss erstmal abhauen, bevor ich irgendwas rede. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich werde hier nur von Monstern gejagt und habe gar keine Chance, mir mal irgendwie in mein Inventar zu gehen und ein Schwert zu holen oder sowas. Oder geschweige denn etwas zu essen. Oh Gott. Uiuiui, ich werde ja auch schon fleißig gefolgt von den ganzen Viechern hier. Weißt du, was ich jetzt mache? Nein. Ich baue mir hier mal eine Kiste hin. Oh, ich regeneriere mich. Das war etwas knapp. Meine Güte. Und tu mal mein ganzes Zeug da rein. Ich glaube, hey, hör doch auf. Hau ab. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe. Du bist zu jung zum Sterben. Ich sollte mich, glaube ich, tatsächlich mal in die Erde reinbuddeln. Und sowas machen. Gut. Tu mal alles hier rein. Mein ganzes Zeug. Mein ganz hart erfarmtes Zeug. Ich möchte essen, um zu regenerieren. Ich entschuldige mich jetzt schon für meinen Huster. Aber das musste sein. Mein Hals hat einfach nur weh getan. Trinken. Wow, ich habe ein Stück Kohle. Yeah. Und ein Creeper neben mir. Sehr schön. Ich war fast tot. Hast du schon ein Bett? Nee.
Aber ich habe Wolle. Ich komme hier nicht raus, weil die ganzen Zombies, ja, die verfolgen mich wahrscheinlich. Ja, guck, Säge wurde schon erschlagen. Wir werden alle hier erschlagen. Hier fliegt irgendein komisches Ding umher, was mich beschießt. Oh, ist es so ein Blaze? Keine Ahnung. Oh Gott, nein, 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 nein. Gott, ich bin gleich... Gott. Ich bin tot. Weiß der Geier, wo ich bin und wie komme ich und da jetzt in die Farmwelt? Ja gut, das ist jetzt ein Problem natürlich. Ja, genau. Wir müssen mal gucken. Ich hatte schon mal das Problem erwähnt gehabt vor der Aufnahme. Aber so richtig könnte man mir da auch nicht helfen. Oder ich habe es nicht kapiert, keine Ahnung. Mit dem Teleporter? Ja, aber wenn ich tot bin, habe ich den ja nicht. Stimmt, aber da ist auf jeden Fall dein Grabstein irgendwo. Und ja, das stimmt. Ist alles drin noch. Ich habe mir jetzt meine provisorische... Ach ja, es wird Tag. Gott sei Dank. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich hätte mir... Ach nein, ich hab doch einen Todpunkt, wenn ich auf J gehe. Oh mein Gott. Bei Wegpunkte. Ach man. Jetzt ist ein Creeper da an meinem Grundstück explodiert. Oh nein. Was macht Spook hier? Aber zum Glück ist ja alles noch im Keep Inventory. Also, nicht Keep Inventory heißt es? Es heißt, glaube ich, irgendwie anders. Naja, egal. Ich finde es gut, dass es einen Wegpunkt gibt, an der Stelle, ist, genau, wo man gestorben ist. Ach, also, du musst jetzt total ewig zur Farmwelt laufen, ne? Ja! Okay. Warte mal, ich bin gleich... ich könnte dir kurz meinen Teleporter ausleihen, wenn du zu meinem Grundstück gehst. Das wäre ja super. Richtung Westen ist mein Grundstück. Also vom Born aus, also von der Mitte Richtung Mitte, da ist mein Grundstück. Ich will die Kartoffel nicht essen. Schade, dass man auf der Map, also man kann es bestimmt sehen, wo welcher Spieler sich gerade befindet. Ja, stimmt. Ich müsste erstmal nur nah genug davon sein. Wie lange nehmen wir denn schon auf? Weiß ich ehrlich gesagt. Wir haben noch ungefähr 3 Minuten zum Aufnehmen, sowas sagen wir noch. Ich bin gleich an meinem Grundstück, da wo der Creeper explodiert ist. Okay, den Larsel sehe ich schon mal auf der Map. Das ist ja schon gut. Aber dich nicht. Mietz sehe ich schon. Och man, der Creeper hat echt wirklich alles kaputt gemacht. Und es regnet jetzt. Ich hasse Regen. Ich auch. Es ist so unwahrscheinlich laut. Oh Mann. Spooky. Wer ist denn bei dir in der Nähe? Spooky, Wolfie sehe ich, Larsel sehe ich. Nur dich nicht. Ich bin Richtung Westen. Also mein Grundstück ist Westen. Also da zum Riesenberg dahinter. Ah. Der Wolfie hat einen Pfeil im Kopf. Au. Das tut weh. Ja, dezente Kopfschmerzen wird er haben. So. Aber das Gute ist ja dann, wenn dann später nicht mehr alle gleichzeitig auf dem Server sind, kann man dann gegebenenfalls auch schlafen gehen. Ja, das ist super. Oh, ich habe schon mal Kupfer, ne? Was kann man denn mit dem Kupfer alles machen? Kann da raus. Ich sehe dich auf der Map. Komm zu mir. Ja, ich kann nicht mehr rennen, ich bin schon voll geschwächt. Kupfer-Axt. Okay, ich weiß nicht, was man mit dem Kupfer machen kann. So, du brauchst einen Rohre, fällt mir als erstes ein.
Aber du bringst mir den zurück? Ja, natürlich. Ich hoffe nur, ich sterbe nicht. So, und irgendwo müsste ja jetzt hier mein Todespunkt sein. Ah, die Richtung, okay. Ich geh bei hin und leuchte mal mein Grundstück aus, damit sich sowas nicht mehr wiederholt. Genau, das hatte ich auch vor. Deswegen ja, wollte ich ja Kohle holen. Überall, es kann nie zu wenig sein. Überall Fackeln. Ich hab alles. Ich hab hier sogar auf meinem Grundstück ein Schäferle. Oh. So, ich teleportiere mich erstmal zu dir. Du musst erst in die Mitte und dann kannst du mir erstmal wieder alles zurückgeben. Ich habe auch schon genug Holz, um etwas zu bauen hier. Holz habe ich auch, nur eben keine Kohle. Ich armes Kind. Oh je, oh je. Oh. Oh. Ja, ich hatte in der Nacht gar keine Möglichkeit gehabt, mir die zu holen. Ich war eigentlich nur dabei, um mein Überleben zu kämpfen. Das ist ganz normal am Anfang. Ja. Ich weiß gar nicht, auf welcher Schwierigkeit wir gestellt haben. Ich glaube auf normal. Ich gehe mal davon aus. Ich kann aber, glaube ich, nachgucken. Okay, auf dem Weg zu dir ist Lava, ist auch nett. Lol, wo? Oh. Auch dieser Regen, der nervt total. Ja. Ach ja. Wo bist du denn? Ich hab Felix als Nachbar. Hi! Hi, hi, hi! Also ich bin hier gerade bei jemandem, der sein Grundstück voller Fackeln. Das ist mein Grundstück wahrscheinlich. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, aber ich sehe dich nicht. Ja, du bist auf meinem Grundstück. Ich laufe gerade, ich kann nicht sprinten. Weil ich nicht. Aber du hast hier eine Kiste, da kann ich den ja reinlegen, den Teleporter. Ja, das stimmt. Vielen Dank. Bitte, bitte. Hast du dein Zeug eigentlich wieder? Ja. Sehr gut. Ich bin da schon da. Tschüss. Du hast mich gehauen. Ich bin schon fast tot. Nee, fast tot nicht, aber ich habe jetzt nur noch anderthalb Fleischleben auf den Rippen. Naja, fast. Ja, fast. Genau. So, und jetzt mal zurück in die Farmwelt. Auf ein neues. Auf ein neues. Wir könnten das ja in der Theorie so machen, dass wir unsere Teleporter in eine Kiste legen, dass falls einer von uns aufnimmt oder du beim Stream zum Beispiel stirbst, dass du dann einfach an meine Kiste gehen kannst, dir den Teleporter von mir schnappst, um in der Farmwelt dir deine Sachen zu holen. Ja, das könnten wir echt machen. Das ist eine sehr gute Idee. Sollten wir echt machen. So erspart man sich wenigstens das Ganze hin und her. Ja, stimmt. Oh, es hat aufgehört. Nee, doch nicht. Nee, bei mir regnet es noch. Nee, in der Farmwelt hat es aufgehört. Gott sei Dank. Oh je, ich will auch keinen Regen haben. Nee, nein, ich bin in einem anderen Biom nur gewesen. Jetzt regnet es wieder, verdammt. Pflanze mal alles an, was ich habe. Kohle! Yeah! Kohle, Kohle, Kohle! Wie sehr man sich am Anfang über diese Kleinigkeiten freut, das ist der Wahnsinn. Ja, aber ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig. Ja, natürlich. So. Dann könnte ich schon mal hier ein bisschen... Ah, keine Hühner sind rausgekommen. Gut, dann würde ich mal sagen. Wir sind schon bei 38 Minuten. Ui, ja, dann sollten wir...
Sollten wir mal aufhören? Ich habe schon ein bisschen geschafft, ja. Ich habe schon ein kleines Feldchen. Ich habe mir hier unterirdisch mal ein Haus gebaut. Sehr gut. Ich baue es mal schnell mal richtig zu. Ich habe noch gar nichts. Ich habe Setzlinge auf meinem Grundstück. Hab ich auch. Ich habe auch überall schon Hacken und sowas. Okay, dann würde ich mal sagen, von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau. Tschüssi.